Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hogwarts Legacy. Wir machen heute weiter mit der ersten Prüfung. Wir sind immer noch an dem Turm. Soll hier irgendwas untersuchen. Beginne die Prüfung auf Basis für Rackham. Spannend, was da so ist. Hier sind irgendwelche Feinde. Jetzt sag mal bitte nicht, dass das immer wieder irgendwelche Level 20 Autos sind. Dann habe ich wirklich ein dickes Problem. Ach, also. Von Gringotts und aus der verbotenen Abteilung. Schließe die Prüfung von Percival Rackham ab. Percival, war das nicht auch einer der vielen Vornamen von Albus Dumbledore? Nur so gerade nebenbei. Komme ich hier rüber? Oder muss ich gar nicht? Ich muss gar nicht, ne? Ich muss ja hier runter. Sein. Ich sollte mich umsehen. So, hier sind weitere Truhe. Ein Keltenschal mit Pinselstrichmuster. Okay. Das ist übrigens das erste Mal, dass wir eine Halsbekleidung sehen, oder? Oh ja, die nehmen wir für Offensive. Besonders, ja, wunderbar, das nehmen wir natürlich mit. Irgendein Outfit, was wir jetzt noch haben. Nee, brauchen wir nicht. Nee, alles klar, brauchen wir nicht weiter. Nichts weiter. Gut. So, wo müssen wir jetzt lang? Wieder hoch oder was? Ja, scheinbar, aber hier ist nämlich die Brücke. Die hatten wir eben noch nicht. So, das müssen wir untersuchen wahrscheinlich wieder. Ich muss, glaube ich, nur den richtigen Ort suchen, wo ich wieder irgendwas... Sieht so aus, ja, hier. Noch mehr Spuren alter Magie. Etwas muss sich verändert haben. Ich vermute, dass wir hier durch müssen. Ja. Dann müssen wir hier lang. Also wenn das jetzt bisher alles ist, was man untersuchen muss, ist es relativ lame. Aber wie gesagt, ich vermute, dass da irgendwo noch was kommt. Das hat mir gerade noch gefehlt. Aber ich wollte es gerade beschreien. So, also Minimum 3. Dieser Dekarium irgendwas. So, Geschichte. Sind das die? War das jetzt nur die Dreier? Okay.
Müssen wir hier rein? Nee. Müssen wir da durch, ne? Ah, ich muss wieder Akio machen. Ja, ich erinnere mich an der Höhle. Das hat doch irgendwas Näheres zu bedeuten. Warte mal, ich muss auch meinen Dings wieder mal ausrüsten. Ich brauche ich jetzt nicht diese Linierung sauber. Den Unsichtbarkeitszauber, ihr wisst, was ich meine. Okay. Also muss ich doch da irgendwas machen mit, oder was? Okay. Da ist irgendwas drin. Warte mal. Da ist irgendwas drin. Ich weiß nicht. Diese Plattform sieht aus, als würde sie mich ans Ziel bringen. Ja, ja, aber wie? Aber wie? Ach, da hinten lang. Warte mal, hier ist irgendwas. Okay, schauen wir mal, müssen wir hier durch. So, hier ist wieder irgendwas zum Aufmachen. Purpurroter Schal mit Uhrwerk-Motiv, das brauchen wir gerade nicht, weil das ist auf Anhieb schon mal schlechter als das, was wir haben. Nee. Soll das irgendwas bedeuten hier? Nee, das auch nicht. Also müssen wir wieder da raus. Was hat die Magie bewirkt? Sollte ich mir alles auf beiden Seiten des Torbogens anschauen? Okay. Mehr Statuen. Okay. Scheinbar wieder ein bisschen. Also müssen wir wieder ein bisschen kämpfen. What the fuck? Ich muss ja ein bisschen raus aus der Nummer. So, der erste ist schon mal Geschichte. So, der zweite auch. Aber mit sowas von nicht geschenkt. Alte Magie haben wir auf jeden Fall schon mal raus aus der Nummer. Ich guck mal gerade mal um, ob ich nicht irgendwann wieder was verloren habe. Ne, ich habe nichts vergessen. Also vergessen hat man nicht. Ihr wisst, was ich meine. So, den nehmen wir mit. Aber von wo sind wir jetzt? Ne, wir müssen ja da lang, ne? Jawohl.
war der Gedanke dahinter? Hab ich irgendwo ein Akio-Ding? Nee. Ist das richtig? Wir sollen da runter? Vor die Statuen und so, wie wir sind auf dem. Hey, das ist nicht jetzt richtig. Hier irgendwas? Auch nicht. Da hoch. Aber wie kommen wir da hier hoch? Meine Ansage würde ich sagen, ich gehe, nehme einfach die Treppe. Hier. Cool, das erklärt, warum das Ding hier ist. Damit wir hier die Stelle untersuchen können. Und von diesen Prüfungen gibt es dann wahrscheinlich gibt's 4 Stück, oder was? Warte mal. Wir müssen da rüber. Aber. Ist hier unten irgendwo noch eine. Ja, ja. Ich verstehe schon, dass ich rüber muss, aber ich, wie gesagt, ich weiß nicht, wie ich da rankomme jetzt. Du musst da sicherlich nicht durch, oder? Was hat die Magie auf beiden Seiten des Torbogens verändert? Warte mal, das hat bestimmt irgendwas Näheres. Das muss anders sein. Ich komme mal hier durch. Nee. Bin ich da jetzt nochmal durch? Ich sollte mir diesen Torbogen von beiden Seiten ansehen. Ja, das tue ich doch gerade. Warte mal. Hier irgendwie was. Ich muss überprüfen, wie sich der Raum verändert, wenn ich durch den Torbogen trete. Ja, aber wie? Aber wie? Was? Wo? Wer? Wann? Der Raum sich verändert, wenn ich durch den Torpunkt trete. Ich verstehe. Ah! Ich muss beide Seiten des Torbogens nutzen, um die Plattform auf die andere Seite der Brücke zu bringen. Ah! Warte mal, warte. Doch. Ah, ich verstehe. So, das heißt, ich muss wieder. Kriege ich den so durch? Dass ich auf die Plattform treten kann? Ich muss ja. Warte. Verstehe. Ich verstehe. Ich muss beide Seiten des Torbogens nutzen, um die Plattform auf die andere Seite der. Ja, Leute, hab ich's verstanden jetzt gerade. Warte mal. Hey. So, hier ist eine Truhe.
Die nehmen wir mit. Eine Sonnenschutzbrille, geil. Why not? Warte mal. So, jetzt baut sich das Ding irgendwie wie. Ich verstehe. Des Turbos nutzen, um die Plattform auf die andere Seite der Brücke zu bringen. So, jetzt habe ich die ja da drüben. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo. Wie komme ich jetzt da hoch? Im Zweifel, warte mal. Ich muss ja hier wieder auf dieses Ding drauf, ne? Ich glaube, ich habe es verstanden. So, jetzt muss ich hier wieder ran. Akio, um mir die Plattform zu ziehen. Hallo? Komm mal jetzt hier. So, und jetzt muss ich wieder da ranziehen. Und dann bin ich da drüben. Ich verstehe. Ich muss beide Seiten des Turbos. Soweit ich es verstehe. Auf die andere Seite der Brücke zu bringen. Brauche ich jetzt nicht nochmal nachzumachen. Ich mich nie gewöhnen. So, jetzt sind wahrscheinlich nochmal Statuen angesagt, ne? Ja, natürlich. So. Scheiße, hab ich jetzt nicht vergessen. Gut, die ist weg. Jetzt weg. Jetzt auch weg. So, der ist auch weg. Oder, warte mal, jetzt kommt nicht noch einer, oder? Sind wir durch? Ja. Okay, Gott sei Dank. So, was als nächstes hier? Hat das hier was mit zu bedeuten? Was müssen wir untersuchen? Okay. Wir müssen darüber. Komm mal her jetzt hier. So. Warte, was müssen wir denn machen? Warte, wir müssen ja wieder auf diese Plattform, oder was? Mal sehen, was sich auf beiden Seiten verändert hat. So. Ups. Komm ich jetzt rüber? Warte mal. Bist du auf der Seite, oder was? Adieu. Oh, hat sich ja voll gelohnt. So, okay. So.
Ey. Warte mal. Wir müssen ja da irgendwie rüber. Da? Nee. Oh, wieso geht das denn? So? Nee, hab ich. So. Jetzt wieder darüber. Muss ich irgendwie ja. Hey. Achso, warte mal, ich kann ja da runter. Natürlich nicht. Madenhut, ja, wann hat's? Das Problem, ich kann ja nicht. Mann, du sollst eigentlich nicht da runterspringen. Ich verstehe jetzt gerade die Prüfung nicht. Dass ich darüber muss, weiß ich, aber wie? So, jetzt muss ich darüber. Ich muss ja darüber, aber wie? So, ich muss ja irgendwas verändern. Da muss ich aber schon nicht, oder? Nee, auch nicht. Ui. Hä? Super. Hab ich jetzt hier unten oder was? Ah, leg mich doch im Arsch jetzt. Ernsthaft? Jetzt bin ich hier unten und dann komme ich hier hoch oder was?
Och, leck mich doch am Arsch, ey. Wie komme ich jetzt? Wie kann ich jetzt? Versteh's gerade nicht. Ich muss ja da irgendwie durch, aber ich komme nicht zurück. Ich muss es ja untersuchen. Also ich muss es. Ich habe jetzt wieder mal ohne Untersuchung mal, aber ich muss ja das Ding öffnen hier. Da oben macht es ja keinen Sinn, oder? Ich komme hier, da komme ich ja nie rüber. Nee. Wie zur Hölle komme ich da rüber? Problem gelöst. Oh, was für ein Akt, ey. Was für ein Akt in der Nummer. Aber wir haben es geschafft. Wir sind drüben. Und hier ist irgendwas. Ein Trank. Ja, kann man mitnehmen. Kann man gut gebrauchen. So, jetzt müssen wir hier weiter, oder was? Ja. Hier ist doch irgendwas zum Öffnen, eine Truhe. Mega Powertrank. 5 Stück? Cool. Und jetzt wahrscheinlich der Endgegner, oder was? Wie hast du eine Prüfung zu machen? Also, naja, so einfach ist, so schwer ist es nicht. Also einfach ist es bisher nicht. Das geht mir gar nicht. So, die ist weg, die Nummer. So, den habe ich weg. So, der ist weg. So, weg mit dir. Und damit haben wir es. Immer. Ja, genau. Alter. Wow, was? Was?
Ja, Gott sei Dank, Alter. Was für ein Akt. Aber ja, haben sie. Mit ein bisschen Hilfe haben wir sie geschafft. Ich habe ja die komischen Viecher da eingesetzt noch nebenbei. Bringe das Geheimnis der Prüfung in Erfahrung. Ah, ich glaube, da ist noch nicht alles. Aber wie gesagt, wir haben jetzt toi, toi, toi. Oh, das ist eine Truhe. Noch ein Denkarium. Oh, ernsthaft doch. Malvenfarbenes Barett. Haben wir noch irgendwas? Nee, ne? Sieht nicht so aus. Okay. Gut. Dann nehmen wir mal. Gucken wir mal kurz. Ich glaube nicht, dass wir noch was haben müssen. Wir sollen was machen. Warte mal, Ausrüstung. Gesichtsbekleidung. Sonnenschutzbrille nehmen wir mal mit. Oh, ne, okay. Okay. Haben wir noch eine Halsbekleidung? Haben wir da auch was Schönes? Was ist. Ne, die bringt nichts. Gut. Mal hier so irgendwas weiteres, was ich nicht gesehen habe. Ach, hier unten eine Kopfbekleidung. Okay. Das nehmen wir mit. Der Nomadenhut, der passt mal überhaupt nicht. Eigentlich passt der mal überhaupt nicht. Aber so machen wir nicht für ein bisschen Ausrüstung, wa? Schauen wir uns mal die Rackhams Erinnerung an. Wie sie die Welt um sich herum verwandeln, ist bemerkenswert. Was ist denn? Sein Zustand bessert sich nicht. Er wird sich wohl nie vom Tod meines Bruders erholen. Es ist furchtbar, unsere Lieben so leiden zu sehen. Definitiv. Die Dürre ist Jahre her. Aber der Schmerz seines Verlustes sitzt so tief wie am allerersten Tag. Er braucht keine hübschen Säulen, sondern Frieden. Was, wenn ich helfen kann, Professor? Sie tun doch schon so viel für Ihren Vater. Das reicht nur nicht. Ich will ihm den Schmerz nehmen. Ich weiß, es ist verlockend, mit der Magie, die Sie beherrschen, mehr als nur die physische Welt zu verändern. Aber menschliche Gefühle haben ihre ganz eigene Macht. Selbst die umsichtigste und fähigste Hexe könnte den Ausgang nicht vorhersehen, den ihre Manipulation zur Folge hätte. Soll ich nur zusehen, wie der Schmerz ihn zerfrisst? Sie haben kein Recht, ihn zu nehmen. Jedes Jahr aufs Neue sehen Schüler in ihren Teeblättern immer haarsträubendere Dinge. Oh, Miss Morgannock. Willkommen zurück in Hogwarts, Professor. Daran muss ich mich noch gewöhnen. Professor Rookwood? Ich bin hoch erfreut, dass Sie Verteidigung gegen die dunklen Künste lehren werden, Professor. Hier, nehmen Sie Platz. Erzählen Sie von Ihren Reisen. Ich hatte gehofft, Sie und die anderen könnten mich heute Abend zu Hause besuchen. Ich habe so viel zu erzählen. Aber nur zu gern. Sagen wir den anderen Bescheid. Vortrefflich. Dann bis bald. Das sieht überhaupt nicht aus. Erinnerung. Und jetzt raus hier.
So, kehre zur Kartenkammer zurück und damit sind wir dann auch durch mit der ersten Prüfung. Das muss der Weg zurück zur Kartenkammer sein. Jo, machen wir das doch. Sprich mit Fake und Professor Rackham. Wen haben wir denn da? Ich bin Schüler in Hogwarts, Sir. Das hier ist Professor Fick. Professor Charles Rookwood, zu Diensten. Hat jemand die erste Prüfung bestanden? Ja, haben wir es nicht. Professor Rookwood. Kennen wir uns? Sie kommen mir bekannt vor. Ich nehme an, Sie haben mich im ersten Denkarium gesehen. In Gringotts. Sie haben also den Portschlüssel zu Professor Rackhams Verlies gefunden. Und die Karte in dem Medaillon über dem Denkarium entschlüsselt. Ja. Ich habe etwas Schwebendes über dem Denkarium gefunden, das ich nicht identifizieren kann. Ah, ja. Das muss man wieder runternehmen. Das sieht einfach scheiße aus. Die müssen Sie sicher aufbewahren. Sie brauchen sie zum Abschließen der Reise, die wir für Sie geplant haben. Sobald Sie alle haben, sagen wir Ihnen, was mit Ihnen zu tun ist. Ich verstehe. Können Sie mir etwas über die nächste Prüfung sagen? Bevor Sie fortfahren, möchte ich noch mit Charles über die äußerst angespannte Lage mit den Kobolden sprechen. Hm? Kobolde? Der Schüler hat Spuren einer mächtigen schwarzen Magie gesehen, die von Kobolden genutzt wird. Er und sein Mentor Professor Fig sind nicht nur vor St. Bakars Turm Kobolden begegnet. Sie trafen auch in meinem Gewölbe in Gringotts einen mächtigen Kobold. Es wäre wohl klug, die Prüfung zu unterbrechen, bis wir mehr wissen. Aber wir werden uns natürlich nach Ihrem Urteil richten. Nun denn. Halt, Professor. Der Name Rookwood. Denken Sie? Dass es eine Verbindung zu Victor gibt? Vielleicht. Aber hat sie etwas zu bedeuten? Wer weiß. Erzählen Sie erst mal, was Sie im Denkarium gesehen haben. Bevor die Hexe aus dem letzten Denkarium, Isadora, Professorin in Hogwarts wurde, hat sie sich mit Professor Rackham über schmerzlindernde Magie unterhalten. Hoffentlich bringt uns das nächste Denkarium weiter. Lassen Sie uns erst mal hören, was Renrock weiß. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wo ich anfangen soll. Aber ich habe eine Idee. Ich habe Sirona in den drei Besen mit einem Kobold sprechen sehen. Sie schien sich gut zu verstehen. Nun gut, sehen Sie, was Sie herausfinden können. Und vergessen Sie nicht... Mein Stoff. Ja, Sir. Nur den Stoff vergessen. Bevor Sie gehen. Sprich mit Charles Rookwood. Professor? Sind Sie irgendwo auf wirbelnde Spuren von Magie gestoßen? Abgesehen von denen auf unserem Pfad. Ich glaube nicht. Was sind das für Spuren? Beweise für die Bemühungen der Hüter, die Macht der alten Magie in dieser Zeit zu manipulieren. Wenn ich recht habe, und das habe ich meist, können Sie diese Spuren nutzen, um Ihre eigene Magie weiter zu verbessern. Danke, Sir. Ich werde danach Ausschau halten. So, ich habe den Trivial, du der Hüter. So, wir sind mal wieder in unserem Gemeinschaftsraum. Auftrag Percival Rackhams. Prüfung. Was haben wir hier? Wird zu futtern. Jut. Oh, guck mal. Nachrichten sind okay. Hallo, euch. Ich sollte Sirona in den drei Besen. Dringende und höchst vertrauliche Angelegenheit so bald wie möglich aufsuchen. Ich glaube, dass wir uns gegenseitig helfen können. So, gut, ich würde sagen, wir machen hier einen Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder und dann gucken wir mal, was als nächstes so ansteht.